Die Corona-Epidemie erreicht zunehmend Osteuropa. Vor den Osterfeiertagen erwägt die polnische Regierung daher weitere Beschränkungen. So soll verhindert werden, dass sich das SARS-CoV-2 bei Familienbesuchen ausbreitet. Seit 3 Wochen gibt es bereits eine Ausgangssperre. Polen erhöhte außerdem seine Produktionskapazitäten von Atemschutzmasken auf bald 100 Millionen Stück. Die Tschechische Republik war das erste Land in Europa, das vor 2 Wochen das Tragen von Masken vorschrieb. Auch dort liegen die Opferzahlen unter dem europäischen Durchschnitt. Bisher starben in Tschechien 59 Menschen an den Folgen des Coronavirus. In Serbien gilt seit Samstag eine Ausgangssperre für das gesamte Wochenende. Polizisten überwachen die Maßnahmen. Im Balkanstaat wird mit bis zu 7 Millionen Infizierten gerechnet.